herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Timberborn. Ja, wir sind noch hier in unserer kleinen Bibersiedlung unterwegs und gehen jetzt mal wieder auf Weitermachen und schauen uns das mal hier. Ach, hier oben gibt es auch noch 306 Bären, sonst nichts gelagert. Was ist das? Wissenschaft. 14 Holzscheiter haben wir gelagert und 278 Wasser. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Wir haben jetzt 8 Beschäftigte von 10. Wir haben immer noch 2 Arbeitslose. Also wir können nicht behaupten, dass wir irgendwie zu wenig Arbeiter haben. So, das Bauernhaus ist schon fertig gebaut. Wir gehen auf Fortsetzen. Landwirte arbeiten erst dann, wenn du ihnen sagst, was und wo sie pflanzen sollen. Benutze das Werkzeug Nutzpflanzen anpflanzen, um ein Karottenfeld zu markieren. Nutzpflanzen müssen auf bewässerten Boden gepflanzt werden, sonst trocknen sie aus und sterben ab. Also ich denke mal, das hier ist bewässert und das ist unbewässert. Hier dieses vertrocknet. Also müssen wir hier auch schon aufpassen, ne? Nutzpflanzen anpflanzen. Was haben wir denn? Karotten, Kartoffeln, Weizen, Pflanzbereich zurücksetzen. Also Karotten, Kartoffeln, Weizen. Oha. 59? Und dann machen wir das hier noch voll. Nein, oh, es ist so süß. Guck doch mal. Wie sie da ihre Möhrchen anpflanzen. Möhrchen. Guck mal lieber die Möhrchen. Es ist so süß. Es ist so süß. Ups. Das war nicht gewollt. Aus Versehen rausgetappt. Es ist einfach so putzig. Und guck mal, das Lager sieht auch aus, als wären da Fässer drin. Obwohl, ja, so rund. Also die Gebäude sind auch richtig, richtig süß gemacht, ne? Mann, Mann, Mann. Ich bin echt begeistert, wie putzig das Ganze hier gemacht wird. Es wird schon wieder dunkel. Also die Tage, die vergehen hier aber auch wie im Flug. So. Behausung. Erhöhen das Wohlbefinden deiner Biber und lassen deine Rustikalrutenpopulation wachsen. Baue genug Hütten, um alle deine Biber unterzubringen. Biber pflanzen sich nur fort, wenn es leere Plätze für Jungtiere gibt. Baue 6 Hütten. Okay, wie viel gehen in eine Hütte? 3. 3 mal 6, 18. 18. Wir haben 11. Ihr wisst Bescheid. Also 6 Hütten soll man jetzt bauen. Okay, das kann ich ja schon mal. Machen wir hier. Und dann. So, da haben sie da einen schönen Wohnbereich. Hier ist ein Arbeitsbereich. Da können sie essen, hier können sie trinken. 1400 dpm. Ich komme andauernd mit meinem Mittelfinger auf die Maustaste. Um die DPI umzustellen. Was ist denn heute los mit mir? Ich muss leider jetzt nochmal. 1600 dpi. So. Das reicht mir für diese Spiele hier. Vollkommen aus. Pennt der hier mitten? Nein, er pennt mitten in den Karotten. Oh Mann. Naja, bald habt ihr ja Häuser. Das hat ja angehört, als wenn da einer geschnarcht hat. So, jetzt müsst ihr euch aber ganz schön anstrengen, Jungs. 6 Häuser sind zu bauen, ne? Ja gut, wir haben ja schon ganz gut Holz hier im Holzlager tatsächlich. Da hat schon einiges angestapelt. 20. 180 passen rein. Was brauchen wir? 12 brauchen wir für 1. Brauchen wir 72 Holzscheite. Ja, das könnte ein Ticken dauern. Aber hier liegen auch noch Holzscheite. Haben wir hier noch? Hier haben wir auch 2 drinne.
So, die pflanzen hier kräftig an. Aber wir haben immer noch drei Arbeitslose. Wir haben keine Jungtiere mehr. Bodrak ist erwachsen geworden und Ryakrodi ist auch erwachsen geworden. Also wir haben jetzt nur erwachsene Tiere, wir haben keinerlei Jungtiere mehr. Und ja, der Hüttenbau scheint sich ein bisschen zu ziehen. Ein bisschen Gummi. Können wir denn das fluten, wenn wir eine natürliche Barriere, die Wasser blockiert, kann abgerissen werden. Nur ebenerdig muss auf dem Boden gebaut werden. Okay. Was passiert denn, wenn wir es abreißen? Das muss einer von denen abreißen. Guck mal hier, drei Butzen stehen schon. Kommt hier keiner hin oder fühlt sich da jetzt keiner? Ich mach mal die Priorität hoch. So, es ist wieder Tag. Und natürlich klingelt immer der Briefträger, wenn ich am Aufnehmen bin. Wenn sie es riechen könnten. So, drei Hütten haben wir. Der Baustelle fehlen Materialien. Ja, dann müssen wir halt noch. Ach, guckt mal. Tatsächlich. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir das hier mit Wasser geflutet haben, haben wir hier so ein bisschen die Dürre genommen. Oh, wie schön ist das denn? Und geht hier auch eine Treppe hoch? Hier geht eine Treppe hoch, ne? Die können hier hoch. Aber nur hier. Okay. So, vier Hütten sind fertig. Zwei fehlen immer noch. Wir lassen das dann auch mal auf der Geschwindigkeit. Ja, denen geht auch langsam das Holz aus, ne? Also hier ist schon alles weggerodet. Aber wie schön, guck mal, hier ist Licht dran drin an. Guten Morgen. So, fünf Stück schon fertig. Nächste Butze. Wir brauchen noch 8 Holzscheite, dann ist die Butze auch fertig. Komm, ihr schafft das. Habe ich gar nicht aufgepasst, wo die das weggemacht haben. Briefträger habe ich voll abgelenkt. Menno. Ja, Butze ist fertig. So. Wissenschaftspunkte werden zum Freischalten fortschrittlicherer Gebäude verwendet. Mit der Zeit produziert ein Erfinder Wissenschaftspunkte. Baue einen Erfinder. Erfinder. Okay. Warum nicht? Oder vielleicht eher dahin. 12 Holzscheite braucht er wieder. Es ist so süß, es macht so einen Spaß. Wieder Nacht. Also die Tage, die gehen hier rum. Oh, guck mal, da ist ein Baum groß geworden. Mitten in der Nacht. Zack, noch einer, noch einer. Ja. Wir müssen aber, ja, ich wollte gerade sagen, wir müssten hier unten aber die Bäume auch wieder kommen. Lao Jin wurde geboren. Wir haben unser erstes Baby. Wir haben unser erstes Baby. Lao Jin wurde geboren. An Tag 8. Oh mein Gott. Oh, das ist er! Der kleine Mann! Halt dich doch mal! Du süßes Kleines! Da! Na, 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 na! Oh, es ist so süß! Ein Babybiber! Ein Babybiber! BBB! Ein Babybiber! Biber! Baby, BBBB! Babybiber! Oh Gott. Alles klar, ich lasse es. Es ist schon gut, ich lasse es. So, Bauer Erfinder. Genau, da waren wir dran.
Die Butze. Deine Güter vorrätig. Ja, ich würde auch sagen, die sind alle abgeerntet. Und hier stand der Baum, der ist auch schon wieder weg. Die Bäume sind schneller weg, wie man gucken kann. Und der Kleine steht hier und guckt. Aber Wohlbefinden 4, also das Wohlbefinden scheint zu steigen, weil wir haben mit 3 angefangen. Sehr schön. Ja klar, in so einem Haus ist jetzt schon angenehmer, ne? Wir haben permanent so viel Wasser. Oh, der Erfinder ist gebaut. Oh, guckt mal. Oh, es dreht sich sogar. Oh, ist das nicht schön? Also ich finde die Animationen wahnsinnig schön. Muss ich echt sagen. Gut, haben wir. Wir können ab jetzt fortschrittliche Ressourcen produzieren, aber einige Gebäude benötigen dafür Energie. Errichte ein Wasserrad am Flussufer. Es braucht den Wasserstrom und produziert keine Energie mehr, wenn es kein Wasser gibt. Oh oh. Sowas würde ich ja dann gerne hier hinbauen wollen, ne? Energie. Wasserrad, Energierad. Antriebswelle, Biegung, T-Schnittstelle, Antriebswellen-Schnittstelle. WTF? So, wie groß ist das Rädchen denn? Ich würde das gerne hierher setzen wollen. Können wir solche... Ne? Gebäude und Ressourcen abreißen. Pflanzen. Ah. Okay. Ressourcen für den Abriss markieren. Ah. Gut. Soll ich mal einer drum kümmern? 1200 dpi. Jetzt komme ich schon wieder da drauf. Ja, weil ich die ganze Zeit hier mit dem Mausrad rumhantiere. Das wird wahrscheinlich noch öfter passieren. Weil ich das Mausrad gedrückt halte und dann so auf die Map schaue. Aber wir haben schon eine kleine stattliche Bibersiedlung. Jetzt können wir nämlich auch hier hinten raus langsam mal was bauen. Fühlt sich hier jetzt keiner für zuständig? Den würde ich auch gerne noch weg haben. Weil ich habe ja gesehen, wir können hier Bäume und Büsche pflanzen. Dann sollten wir vielleicht hier lieber... die alle abreißen und lieber hier hinten mehr Büsche machen. Was macht denn der kleine Mann? Da mitten im Busch. Er ist so süß. So, mal gucken. Gut, die bauen jetzt erstmal alle das Wasserrad, ne? Oh, guck mal, die Möhrchen. Die Möhrchen werden reif. Sehr cool. Und direkt schon wieder hier am Arbeiten, Jungs. So, wie schaut's aus? Wasserrad ist immer noch nicht fertig. Obdachlos, arbeitslos. Wir haben immer noch 2 Arbeitslose. Warum kümmern die sich denn nicht hier um die Blaubeerbüsche, dass die mal wegkommen? Was sind denn das für Faulenzer? Kann ich die sehen?
Schaut mal, wir haben jetzt schon 39 Möhrchen im Speicher. Das ist nicht schlecht. Es wird schon wieder Nacht. Die Tage vergehen hier wie im Flug. Deine Biber sind glücklicher als je zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühlpunktrekord erreicht. 5. Wir haben hier auch Ziele. Hunger, Wohlbefinden der Bevölkerung. Ja. Komfort 14. Freigeschaltete Fraktion. Seht ihr, die Eisenzähne muss man auch erst noch freischalten. Zum Freischalten ist ein durchschnittliches Wohlbefinden von 8 beim Spielen der Fraktion Rustikalrouten nötig. Aha. Gut zu wissen. So, dann geht mal. Wir haben eine Bevölkerung von 15. Das heißt, wie viel brauchen wir denn hier noch? Er braucht 50 Holzscheite. Was macht er jetzt? Er arbeitet an hier, produziert Wissenschaftspunkte. Ah, hier oben heute die Wissenschaftspunkte. 24, 27 jetzt. Ah, okay, nice. Da kommt das Holz angewackelt. Der Kleine düst immer noch hier rum. Fühlt sich denn keiner mehr verantwortlich dafür, mal die Sachen hier abzureißen? Ja, schlimm. Wahrscheinlich hat das jetzt hier so viel Priorität. Wir haben 4 Jungtiere. Was? Yetu wurde geboren, Erasto und Rualbokes wurde geboren. Alles klar. Ja, läuft ja bei uns, ne? Also, der Nachwuchs ist bei Fuß. Ich frage mich nur, warum das hier nicht abgerissen wird. Es ist schon wieder Nacht. Und die Folge ist auch um. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.